Aber wir haben alles, was wir brauchen für unsere Beförderung. Die Leistung sollte trotzdem stimmen. Also ich gehe davon aus, dass es zur Beförderung langt. Oh, und wieder verloren. Loser. Was ein Loser. Moin, Deckman. Bin immer gespannt hier mit unserer WG-Oma. Oh, die ist befördert worden zur leitenden Tellerwäscherin in ihrem Alter. Okay. Wow, für den einen Symbol mehr. Leck mich mal fett. Wir werden reich. Obwohl eher nicht. So. Energie. Uiuiui. Ist noch was zum Essen da? Schauen wir mal nach. Hier, da, nimm dir noch ein Tellerchen. Und dann kannst du schlagen gehen, gute Frau. So, was braucht die denn überhaupt? Level 2 der Mixerfähigkeit erreichen. Hat sie. Oh, okay. Essen zubereiten. Ja. Ach. Er heult, weil er verloren hat. Was geht ab? Wasserfarbe. Ja, nicht viel im Moment, wie du siehst. Ja, mein Sim ist der King Dingeling, also der fällt die ganze Zeit bei den Turnieren und heult sich dann auch im Schlaf. Die WG-Oma hier schafft es wohl nicht mehr, ihren Traum zu erreichen nicht herrlich reich, was hat sie? Von der Meistermixerin. Ich glaube, dafür ist sie zu alt. Oh, ansonsten, wie sieht's bei dir aus? Alles klar? Ist ja geil. Ist voll abgekackt. Voll auf dem Boden eingeraten, das sieht lustig aus. Also das ist cool. Voll weggeschnarcht, ey. Komm, Omachen, geh ins Bett. Wenn du es noch schaffst. Hey, hey, hey. Der eine weint im Schlaf, die pennt auf dem Boden, wird immer besser. Ach ja. Qualität gut. Lecker, lecker. Jetzt ist wohl nicht mehr so lecker. So, räum mal auf, Kollege. Verwend mal dein. Eine Toilette. Ja, der fühlt sich immer gerade unwohl. Das ist ja einer. Oh, du Armer, ey. Du hast morgen Geburtstag und liegst mit 40 Fieber im Bett. Das ist echt scheiße. Sims 4, ja, also ich finde es ganz gut. Mir gefällt das mit den Emotionen hier und dass sie das Multitasking haben beim Zocken, Reden und sowas. Aber was mir halt fehlt, was ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, ist ganz einfach, dass die zu wenig Auswahl haben an Stuff, also an Kühlschränken und sonstiges, wo du dann wieder Addons kaufen musst, was einfach dann wieder schweineteuer ist. Was Geldmacherei ist, aber ansonsten macht es schon Spaß. Ich spiele das jetzt seit 2 Stunden gerade, bin jetzt hier dran und ja, bis jetzt ist ganz gut gemacht. Auch, dass sie beschämt werden können oder so. Er saß eben auf Toilette, die eine kam rein, da war er beschämt und hat sich dann im Bett versteckt und so Sachen. Oder wenn er mal wieder beim Turnier verliert, kann er die Kummer-Hotline anrufen. Es gibt ja keine Telefone mehr, sondern noch das Handy. Ist ja alles modern. Deswegen alles noch per Handy, Handy, Handy. Wecker gibt es auch keinen mehr. Ich habe noch keinen gefunden im Inventar. Also beim Baumenü, beim Kaufen. Ja, sie lacht jetzt hier zum Beispiel gerade im Schlaf vor sich hin. Und ja. Also es ist eine Empfehlung wert. Ich habe es mir auch geholt. Allein wenn man Sims-Fan ist, lohnt es sich. Das ist klar. Und
klar, Abstriche muss man halt machen. Und ist wie bei allen anderen Teilen auch, die Addons hauen uns raus. Aber ich gebe dir einen Tipp, wenn du dir das holen willst, dann schau mal bei MMOGA nach. Da kriegst du es auf jeden Fall so 10 Euro günstiger, wie wenn du es über jetzt Origin holst oder so. Ich habe mir es da auch geholt, das Spiel. Hat er noch heute frei? Er hat noch heute frei. Das ist ja ein Schleimscheißer. Was macht er jetzt schon wieder? Blickblock spielen. Das ist das Blickblock und die haben halt hier Spiele implementiert, was sehr lustig ist. Spiel, was haben wir hier noch? Sportbars, ist sowas FIFA. Dann kann er auch noch Sims Forever spielen, das ist Sims 1. Ist halt, Tattoos haben sie eingeführt und so. Ja, 50 Euro, was willst du dir holen? Sag mal für 50 Euro. Ist ja viel zu teuer für 50 Euro. So, das ist auf jeden Fall zu teuer. Du kriegst es auf jeden Fall schon günstiger. So, spiel mal Sims Forever. Ich kann mal kurz gucken, ob ich den Link finde. MMOGA. Weil da war das auf jeden Fall günstiger. Suchen. So, hier auf der Seite. Ich kopiere dir mal den Link hier unten rein. Wenn du da drauf kriegst, kriegst du das Spiel schon ab 37, also 36,99 und die Limited Edition, wo dann einfach nur die Keeper dabei ist, für 37,99. Du brauchst keine 50 Euro sparen. Mal so als Tipp. So. Da hat er also auch geholt. Der Keeper innerhalb von 5 Minuten da. Ich habe sofort Überweisung gemacht. Ich hole öfter die Spiele. Die ganzen Let's Plays, die ich auch mache und ja. Ich habe die 37 bezahlt. Also ich habe die 37,99 bezahlt und habe wie heißt die Version? Jetzt muss ich aber wieder gucken. Die Limited Edition dafür bekommen. Und da gibt es halt eine Tiki-Bar dazu, die du hier kaufen kannst. Die ist hier im Baumenü. So, wo haben wir es? Da, hier. Das ist dann hier die brennende Tiki-Bar. Und ja, die steht da und spuckt halt Feuer. Und ob du dafür jetzt einen Euro mehr ausgeben willst oder nicht, für irgendeine Tiki-Bar, ist halt jedem selbst überlassen. Aber ich hab's halt gedacht, komm, wenn ich es mir eh hole, ist es eh egal. Dann scheiße ich auf den Euro und hole mir noch eine brennende Tiki-Bar dazu. Also, ich kann die Seite empfehlen. Ja, sie ist ab 37, also 13 Euro gespart. Kannst du nochmal zweimal zu Meckes fahren und dir das Zockeressen holen. Das ist jetzt am 19. Geburtstag oder am 18.? Wir haben schon Viertel nach zwei. Wenn du heute Geburtstag hast, dann sage ich jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, dann schon mal alles Gute für morgen. Und hoffentlich geht das Fieber bis dahin weg, dass du auch Party machen kannst. Oh naja. Ka, siepenork. Oh naja. Hibby chib. So, jetzt unterhalten die sich zum Beispiel gerade hier am Zocken. So, so. Die Eule steht immer noch vor der Tür. Am What's 19. up? Yip, Ja, dann schon mal alles Gute für morgen. yip, yip, yip. Grubby. Chabadoo. Guapabora. Firma, firma, firma. Ja, ich hätte die Oma hier doch nicht einziehen lassen sollen in die WG, weil bis jetzt trägt die nicht sehr viel bei. Die bringt gerade mal 100 Semiolons von der Arbeit mit nach Hause. Ich habe ja schon als Praktikant mehr verdient als Astronaut. Was mir